In der Kölner Silvesternacht sind schreckliche Dinge passiert. Die ganze Presse, sowohl online als auch die Printmedien, sind voll davon. Welche juristischen Rechte und vielleicht auch darüber hinaus haben denn die Frauen? Hallo, mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers und Kreuzer. Köln-Domplatte, da wurden zahlreiche Frauen angetanzt, wie man das heutzutage wohl nennt. Viele junge Männer haben einen Kreis gebildet um junge Frauen, haben diese bedrängt, um dann Geldbörsen, Handys und so weiter zu stehlen. Nunmehr kommt wohl so langsam heraus, dass im Vordergrund gar nicht der Diebstahl oder der Raub stand, sondern vielmehr die sexuelle Belästigung. Die Hilflosigkeit war da. Viele Frauen hatten panische Angst, hatten teilweise Angst um ihr Leben. Die Behörden konnten nur teilweise einschreiten. Eine gewisse Hilflosigkeit machte sich da breit. Was heißt das jetzt juristisch? Eine sexuelle Belästigung kennt das deutsche Strafrecht nicht. Es gibt verschiedene Straftatbestände. Der Straftatbestand, der hier am ehesten in Betracht kommt, ist die sogenannte sexuelle Nötigung. Die liegt dann vor, wenn Gewalt oder Drohung ausgeübt wurde unter Ausnutzung einer schutzlosen Lage und hierbei eben in irgendeiner Form sexuelle Handlungen vorgenommen wurden. Dabei müssen diese jedoch erheblich sein, so sagen die Juristen. Subsumiert man das unter den Vorfällen in Köln, dann liegt eine solche sexuelle Nötigung auf jeden Fall vor, denn die jungen Frauen wurden eingekreist von vielen Männern, befanden sich dadurch in einer schutzlosen Lage, konnten nicht mehr weglaufen, konnten nicht flüchten, die Polizei konnte nicht helfen. Wenn nicht das eine schutzlose Lage ist, was denn sonst? Und dann durch das Begrapschen liegt auf jeden Fall eine sexuelle Nötigung vor. Wie geht man aber jetzt damit juristisch um? Wenn diese Handlung jetzt nicht erheblich war, dann könnte gegebenenfalls der Straftatbestand der Beleidigung in Betracht kommen. In der Regel bei Ersttätern werden diese Verfahren zumeist gegen eine Geldauflage eingestellt. War es jedoch eine sexuelle Nötigung, vielleicht sogar in Verbindung mit einem Raub oder einem Diebstahl, dann kommt auch eine Freiheitsstrafe in Betracht. In der Regel sind das ja auch Leute, so behaupte ich mal, die schon einiges auf dem Kerbholz haben. Von daher empfiehlt es sich auf jeden Fall, eine Strafanzeige zu stellen. Das empfehlen wir jeder betroffenen Frau. Mittlerweile sind in Köln über 100 Strafanzeigen eingegangen, um die 90 eben wegen sexueller Nötigung. Also hier sollte man auf jeden Fall den Mut haben, die Strafanzeige zu stellen. Das kann man auch online machen mittlerweile, also übers Internetportal der Polizei NRW. Wir haben auch zu Hause viel darüber diskutiert. Ich habe eine 16-jährige Tochter. Mein Rat war zu ihr, wie sie es früher mal gemacht hat, wieder zum Kampfsport zu gehen, sich direkt wehren zu können, unmittelbar zu zeigen, Stärke zu zeigen, dass man sowas mit sich nicht machen lässt. Das würde ich auch all den Frauen empfehlen. Wehrt euch, stellt Strafanzeige und lasst die Dinge nicht tatenlos geschehen.